Ein großes Smartphone mit S Pen. Dabei kann es sich nur um das neue Galaxy Note 7 handeln. Hallo, hier ist Jan von Curved und ich bin heute zu Gast hier bei Samsung und habe in meiner Hand das neue Galaxy Note 7, das so auf den ersten Blick dem Galaxy S7 sehr ähnlich sieht, auch so ein bisschen jetzt das große Modell der S-Serie sein soll, zwar kein S im Namen hat, aber jetzt nicht Note 6 heißt, was man nach dem Note 5 vom letzten Jahr erwarten würde, sondern jetzt das Note 7 geworden ist, damit das quasi eine einheitliche Nummerierung mit dem S7 hat. Und die Notgeräte zeichnen sich durch ein großes Display aus, was jetzt aber hier 5,7 Zoll hat und damit nur unwesentlich größer ist als beim Galaxy S7 Edge, was ja 5,5 Zoll hat. Beide haben eine Quad-HD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Was aber jetzt anders ist, ist, dass wenn man hier sich die Kanten anguckt, dass die auf beiden Seiten gebogen sind. Also nicht nur vorne wie beim S7 Edge oder hinten wie beim S7, sondern dass sowohl die Vorder- als auch die Rückseite auch über gebogene Kanten verfügen. Ansonsten haben wir quasi gleiche Hardware wie im Galaxy S7, angefangen bei der 12-Megapixel-Kamera, die also erwarten lässt, dass da wieder eine sehr gute Bildqualität bei rauskommt. Innen drin steckt der Exynos-Prozessor, ich glaube es war der 8890, der Octa-Core, der ebenfalls im S7 steckt. Wir haben 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher, den ihr mit einer Micro-SD-Karte erweitern könnt. Was neu ist, wir haben das erste Gerät von Samsung mit einem USB-C-Anschluss. Und da hat Samsung jetzt diesen Schritt gemacht, den es beim S7 noch nicht gab, und sich da auf die Zukunft vorbereitet. Was jetzt das Besondere an dieser Note-Serie einfach immer noch ist und auch bleibt, ist der S Pen, der hier unten drin steckt und mit dem sich das Smartphone mit seinem großen Display einfach bedienen lässt. Was jetzt auch nochmal neu ist an dem Stift selber, der super leicht ist, der ist wasserdicht geworden. Der hat genau wie das Smartphone eine IP68-Zertifizierung erhalten, ist also wasserdicht, Schmutz kann hier auch nichts anhaben, sodass ihr ihn auch am Strand und sonst wo benutzen könnt. Und man kann damit inzwischen jetzt auch neue Sachen machen. Was neu ist, dass Samsung einfach mal seine Apps aufgeräumt hat, insgesamt 4 verschiedene Notiz-Apps in einer zusammengefasst hat. Das heißt, ihr könnt jetzt in dieser neuen Samsung Notes-App Notizen machen, tippen, aber auch schreiben und das Ganze natürlich auch mit Bilder und Sprache ergänzen. Hier kommt man in die Bedienung rein. Was ebenfalls neu ist oder mir gut gefällt, ist die Glance-Funktion. Die zeige ich jetzt nochmal neu. Ich mache mal hier irgendeine Webseite auf, zufällig natürlich. Jetzt gucken wir das nochmal auf und wem das einfach zu klein ist, kann auf Magnify gehen. Er muss nicht mal mit dem Stift das Display berühren, ich versuche das hier mal zu zeigen. Es reicht, den da drüber zu halten, also einfach drüber schweben zu lassen. Und schon wird das Ganze vergrößert und man kann verschiedene Vergrößerungsstufen auswählen hier oben. Also das extrem groß machen. Was hier jetzt noch, hier jetzt einfach nochmal schön zeigen kann, ist Smart Select. Damit kann man quasi Screenshots machen. Was aber neu ist, ihr könnt auf Knopfdruck quasi ein GIF erstellen. Dafür muss man jetzt das hier einmal verschieben über das Video. Ich kann jetzt das Video einfach mal laufen lassen und starten lassen. Und in der Theorie würde man hier unten dann auf Record klicken, wenn das Video läuft. Und die App fertigt dann selber einen Screenshot an. So, los geht's. Da sehen wir die Steffi. Das nehmen wir jetzt mal kurz einen Moment auf. Ist jetzt nicht das schönste GIF, was dabei entstehen wird. Aber wir machen auf Stopp. Und schon sehen wir, wir haben hier Steffi mit einem wunderschönen GIF mit unserem Video-Intro. Das können wir uns natürlich speichern, teilen und auch nochmal ein bisschen bemalen oder beschreiben. Ebenfalls schön und neu ist diese neue Translate-Funktion. Kritische Seite aufrufen, damit wir mal ein paar Wörter haben, die man übersetzen kann. Und dann reicht es jetzt, wenn wir hier Translate auswählen, drüber halten und mir das Ganze von Google übersetzt wird. Man muss sich an den Stift etwas gewöhnen, wenn man kein regelmäßiger Notebenutzer ist. So, man muss das einfach nur drüber halten, nicht antippen. Und es reicht einfach, das ist quasi eine, nennt sich Air Command die Funktion, also dass man bestimmte Sachen auch machen kann auf dem Smartphone mit dem Stift, ohne dass man das Display berührt und da einfach mehr Freiheiten in der Bedienung hat. Da unten diese Glance-Funktion, die ich jetzt gerade einmal aufgerufen habe, das ist so ein bisschen so eine Art Multitasking-Funktion vom S Pen. Wenn ihr einfach sie aufruft, verschwindet das hier unten und nur wenn ich den Stift drüber bewege, geht die App auf und ich kann in der Arbeit, wenn ich den Stift jetzt wegnehme, geht das wieder da unten hin und ich könnte hier zum Beispiel die Kamera aufmachen und Fotos machen. Falls ihr das Note 7 nicht entsperrt habt, könnt ihr den S Pen trotzdem benutzen, denn, ich hole den jetzt hier mal kurz raus,
Das Note 7 verfügt wie das S7 über ein Always-On-Display. Das heißt, ihr könnt jetzt auch hier auf dem Screen Notizen machen, schreiben, die speichern und müsst das Gerät gar nicht erst einschalten oder entsperren, um euch kurz etwas aufzuschreiben und merken zu können. Das finde ich echt praktisch und sehr hilfreich. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Save. Und schon ist das in unseren Notizen mit drin. Und wenn wir jetzt das ganze Gerät auch nochmal entsperren wollen, da hat Samsung sich jetzt auch nochmal nichts Neues einfallen lassen, sondern verbaut eine Technologie erstmals, die andere Hersteller schon verwendet haben, nämlich ein Iris-Scanner, der, so wie ich das hier jetzt gesehen habe, sehr fix arbeitet und sehr genau ist. Und auch bei Leuten, ja, Samsung sagt, man sollte keine Brille oder Kontaktlinse tragen, aber auch das hat ihn hier jetzt bisher nicht wirklich gestört. Ein Wort noch zum Akku. Der ist natürlich inzwischen wie in fast vielen anderen Geräten auch fest verbaut. Hat eine Kapazität von 3500 mAh und das Galaxy Note 7 gibt es in dieser silbernen Farbvariante. Das nennt sich Silver Titanium, in einer schwarzen Variante Black Onyx und neu in einer blauen Farbvariante Blue Coral. Und ja, wird es auch in Deutschland geben. Preise habe ich es hier noch nicht erfahren, werde ich dann aber im Artikel nachliefern. Da könnt ihr das dann alles auch nochmal nachlesen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Wenn ihr noch mehr zum Note 7 wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, fragt nach, scheut euch nicht. Das Testvideo, das natürlich folgt vom Note 7, findet ihr bei uns im Kanal, deswegen abonniert den. Macht's gut, bis dann. Tschüss.